Du hättest hier nicht trinken müssen, Ufo. Hier ist direkt ein Brunnen, da kannst du direkt vom Brunnen trinken. Ich stehe genau vor dem Brunnen und sauf da, meine ich, hab dir nicht gesehen. Ja, ich guck dir irgendwas Gluck an. Unglaublich. Okay, hin. Hier ins Gefängnis? So, achso, da muss ich das Ding jetzt wieder in die Hand nehmen. Oh Gott, das ist alles kompliziert. Und hock dich am besten hin. Muss ich mich hinhocken? Das ist erstens am besten. Weil die Leute dich halt weniger sehen. Und dann muss ich... Eigentlich nur F drücken. Ach, F? Okay. Ja. Nein, da kommt ein Drinkbottle. Dann muss ich mal das Mausrad. Mausrad? Ja, okay. Dann müsste irgendwann Drinkwater stehen, glaube ich, oder? Ja, du kannst einfach die Flasche aus der Hand nehmen. Beziehungsweise kannst du da auch deine Flaschen auffüllen. Ja, wollte ich ja auch gerade machen. Maxim, du hast einen Bug wieder. Ja, Gott. Du hast es aber auch. Ich weiß nicht, warum das nicht so oft erwischt. Ja, irgendwie bei mir ist das eigentlich so gut wie nie, ich verstehe nicht warum. Wechselst du auch durch Pistole und Waffe? Selten. Ja. So, jetzt trinke ich mich hier erstmal satt. So, ich guck gerade Richtung Feuerwehr. Alle drei Türen sind zu. Gefängnis sieht auch leer aus direkt nebenan. Mann, hat der einen Durst. Auf dem Turm von der Feuerwehr sieht man auch nichts. Ich bin gerade irgendwie noch laden. Wo bist du denn? Hier bei euch. Ey, bitte nicht so weit weg, ihr müsst mich beschützen. Stellt euch mal um den. Okay, das habe ich nicht gehört. Wir achten auf die Umgebung. Wir passen sehr genau drauf auf, was hier passiert. Guck mal da, dann, wenn es gekommen ist, dann ist es hinter der Mauer da gekommen, Keksi. Hinter dir. Man trinkt doch nicht so viel. Aus der Richtung. Dann müsste es, wenn er von da gekommen sein. Ich laufe einmal um die Mauer drum rum und guck, ob da was ist. Leute, stell mich ganz kurz in die Baracke, weil ich muss mal ganz kurz abklappen. Ah, jetzt, okay. Ja, und hier ist ein Holz, falls es wen interessiert. Das Maxim, ja. Ja. Okay, also es scheint alles clear zu sein. Ich bin kurz in der Baracke, aufpassen. Okay. Hat er die gefüllt? Sammeln wir uns mal hier um den Boden. Dann noch die Flasche hier. Das ist Schützer-Squad hier. So. Mal ganz in Hand nehmen. Aber man merkt schon, wenn man nicht so im Training ist, wenn man nicht so oft spielt, ist es alles sehr schwerfällig hier bei mir. Ja, das Spiel nimmt sich sehr genau. Man muss alles immer in der richtigen Reihenfolge machen, ansonsten. Ja, genau. Da braucht man so richtig Routine im Prinzip, dann flutscht es. Ja, flutscht. Wenn man das einmal drin hat, dann geht es einem meistens recht fix, aber am Anfang. Oder wenn man es halt eine Weile nicht gespielt hat, dann ist es halt immer wieder ein bisschen kompliziert. Na, im Prinzip bin ich auch am Anfang. Ich wusste ja jetzt noch nicht mal, wie ich bis Patronen nachlade. Ja, also ich habe glaube ich irgendwie 10 Folgen aufgenommen, das sind halt 10 mal 15 Minuten, mehr habe ich noch gar nicht gespielt. Oh, gut. Ja, wir haben schon damals in der Mod sehr lang gespielt. Ach ja, stimmt, da gibt es ja viele, die ja im Prinzip diese DayZ-Mod schon lange kannten. Ja, wir haben darauf gewartet, dass die Standalone rauskommt. Und also aber es muss doch für euch total langweilig sein, weil hier gibt es doch im Vergleich zu der Mod irgendwie so wenig Möglichkeiten. Ja, aber trotzdem DayZ. Das ist das DayZ-Feeling. Das Wichtigste gibt es halt die anderen Spieler und es macht sehr viel Spaß, mit anderen Spielern zu unterhalten oder sich mal zu treffen. Ist einfach DayZ, also man läuft hier auch gerne mal einfach 2 Stunden durch die Pampa, ohne dass nichts passiert. Ohne dass etwas passiert. So, wollen wir Gefängnis nehmen? Ja. Okay. Oh. Ich renn vor. Am besten mit der Waffe. Ja, und das Coole ist dann halt, wenn man ein DayZ-Fan ist sozusagen, oder war von dem DayZ-Mod, dass dann im Prinzip man ganz stolz sagen kann, ja, DayZ ist nicht mehr nur eine Mod, sondern ist jetzt richtig ein eigenständiges Spiel. Ja. Wo halt wir so Survival-Typen unser Survival-Spiel haben, was jetzt in dem Sinne mit Militärsimulation nicht so viel zu tun hat. Aber spielt für uns eigentlich auch keine. Aber DayZ mögen wir alle. Da liegt ein großer blauer Rucksack. Oh, ich bin auf der falschen Seite rumgegangen. Ja. Ja, man spielt auch nicht in dem Sinne, man spielt hier nicht den Soldaten oder alle so. Man spielt am wirklich besten. Irgendwie so den Einzelgänger-Typen in einer apokalyptischen Welt. So, rein da und... Boah, ein blauer Rucksack, cool. Okay, ist leer auch oben. Verrottetes Obst unten. Kaputt.
Das heißt, hier war wahrscheinlich jemand. Ja. Gasmaske. Liegt da oben drauf. Keks, hast du einen Frauenavatar? Ja. Ah, okay. Kann jetzt aber den Sack nicht abnehmen, sonst geht das nicht mehr. Fabi, für dich kriegt hier 10 Munition. Erzählen. Yes. Schuss. Eine gute Axt, das ist sehr schön. Und D4, also wenn jemand noch... Wenn jemand eine Ladung braucht, wa? Ja, wenn jemand noch Platz hat, kann er die mitnehmen. Das will ich auch noch nicht. Ich habe zwei Plätze frei. Ein Spieler frei. Mit der D4-Einheit angreifen, der noch nicht bewusstlos ist. Weil ich kann ein Magazin wegtun. Ah. D4 braucht 4. Okay, dann kann ich ein Magazin wegtun. Sag mal, hat jemand von euch eine Batterie übrig? Ich habe eine Batterie im Walkie-Talkie. Ich hab auch eine. Walkie-Talkie gibt's auch? Ja. Das soll vielleicht irgendwann sogar so ein bisschen Teamspeak ersetzen, aber inwieweit das wirklich funktioniert. Funktioniert das schon? Das funktioniert schon. Das soll funktionieren, aber ich habe es noch nicht getestet. Ist ja cool. Ich hatte noch nie zwei Walkie-Talkies, die funktionieren. Wie heißt nochmal? Ja. Wenn hier jemand noch seine Waffe färben will, hier oben liegt jetzt gleich noch eine Spray-Can. Würde es hier gleich spawnen. Welche Farbe denn? Da läuft jemand auf uns Schwarz. Wo? Oh. Ein Feind. Oh. Feind. Einsatz! Mit einer Axt bewaffnet? Hatte eine Waffe. Kommt der mit rein, einer Axt? Oder? Ja, hat der. Siehst du auch eine andere Waffe? Nein. Okay. Aber ein Hunting Backpack, der ist hinter dem Gefängnis. Okay, ich geh auf die andere Seite rum. Ich geb mal ihm Deckung. Hier läuft er bei mir. Der lief in die Bäume rein. Der läuft nach rechts zu dem Baracken. Weiß nicht mehr, welche Taste bei mir kommt. Ich sehe. Das ist das Problem. Stimmt. Danke. Gehen wir hinterher, oder? Ja, ich bin bei Baracken gerade. Okay. Bin hinter dir, Fabi. Komm mal. Ufo, komm am besten mit uns. Wir sind hinter dir. Ja, ihr wisst ja nicht, ob vielleicht... Was macht er? Vielleicht ist er nicht alleine. Ja, deswegen passen wir auch auf. Er ist gerade wieder Richtung Gefängnis gerannt irgendwo. Ist? Hier ist er. Läuft er? Yo! Wait a minute! Come on, please, wait a second. We want to talk about Jesus. We want to talk about Jesus. Okay, alle da. Aufpassen nicht, dass er uns irgendwo hinlockt. Der läuft in der geraden Linie vor mir weg, soll ich drauf schießen, was meint ihr? Ja, das kann Ufo entscheiden. Wenn er nicht antwortet, dann... das ist eine schwere Entscheidung. Okay, du hast geschossen. Ist er tot? Folgt mir in die Baumgruppe. Da ist er reingerannt. Okay, ich versuche mal ungefähr Richtung des Schusses zu laufen. Ufo ist ja hinter mir. Wo seid ihr denn? Was ist jetzt mit diesem Typen? Da läuft er noch. Links. Haut er jetzt ab, oder? Ja, da wo ich nicht laufen. Na dann lass ihn doch, wenn er jetzt abhaut. Ich hab ihn verloren. Da läuft in die Bäume rein. Ah, da ist er. Noch. Lassen wir ihn, oder? Ja, wenn er abhaut. Ja, lass es sein. Ja. Das erregt nur unnötig Aufmerksamkeit. Irgendwer hat einen Nachlader. Okay, so, jetzt ist er weg. Ist er tot, oder? Nee, ich denke nicht, dass ich ihn getroffen habe. Jetzt ist er weg. Okay, der erste Spieler. Aber ja. Der kommt nicht so schnell wieder. Der hat uns gesehen. Ja. Außer er hat Freunde. Das wäre natürlich ungünstig, wenn er die jetzt holt. Weil die Frage ist, hat er alle 5 Spieler von uns gesehen? Mich hätte er nicht sehen können eigentlich. Totsi, also, du hast nachher aber... Wenn ich der jetzt gewesen wäre, hätte ich richtig Schiss gehabt. Ja. Warum die auch immer alle rennen, nicht direkt geschossen haben? Na gut, Airfield ist es verständlich. Ja. Nochmal beim Gefängnis treffen? Ja. Wir sind schon alle. Nur alle da. Ja, ich meine nur, dass wir irgendwie nochmal gucken können aufs Airfield. Wegen Sicherheit. Ich gucke gerade mal Richtung Tower, ne? Immer in die Bar. Tower scheint leer. Gefängnis rein. Also ich sehe keine Bewegung am Tower. Gut. So, ich komme jetzt zum Gefängnis. Ich bin ein paar Meter weit, ich gucke in die Hangars rein. Ich bin vor dem Gefängnis, sehe ich. Bin oben drin. Da auch mal ein bisschen raus. Wo bist du? Oben. Achso, du bist im Gefängnis oder was? Ja. Okay, weil der Rest ist schon weiter. Ja, ich komme jetzt auch.
So, wir haben hier noch ein Medipack vergessen. Ne, eine Cola, okay. Das sah erst aus wie ein Medipack. Jo, Gefängnis ist jetzt offen hier. Feuerwehr ist jetzt offen. Das könnte der Typ gewesen sein. Kommen wir zu euch. Denke auch. Wo seid ihr jetzt hin? Richtung Landebahn, Richtung Hangar. Warte. Okay. Ja. Theoretisch ist das da oben ja der perfekte Sniper-Post, aber... Oh, wow. Oh, Mist. Ich hab aus Versehen geschossen. Boah, aus Versehen. Alter. Gut. Aus Versehen. Also jetzt haben wir uns angekündigt, jetzt können wir auch hinrennen. Ja, ich wollte eigentlich... Ich wollte nur durch meinen... Also wenn wir jetzt alle erschossen werden, dann bin ich schuld. Ja, wir haben schon geschossen. Die müssen schon geschossen. Ich wollte nur durch mein Zielfernrohr gucken. Noch ein bisschen weiter weg. Zielfernrohr ist rechte Maustaste gedrückt halten. Beziehungsweise einmal kurz rechts. So. Ah, okay, kurz. Ah, gut. Ach, da seid ihr schon. Ihr lauft schon drauf. Los, okay. Ja, klar. Wir haben gerade geschossen. Jo, UFO hat den Startschuss gegeben. Der letzte, der die Feuerwehr stirbt. Also, da drüben ist ein Zombie links von mir. Ja, ich sehe es. Ja, ist auch unwichtig. Aber sonst kein Zombie. Geh jetzt erstmal direkt nicht. Richtung Hangar. Magst du bloß nach deiner Bock? Okay, UFO ist hinter mir. So, jetzt Richtung Feuerwehr am Sinnvollsten erstmal. Okay, ich glaube, da hinten steht noch ein Zombie, könnte sein. Aber sonst auch keine Bewegung. Oh, das sieht total geil aus, wie so viele Leute hier verteilt übers Feld in diese Richtung rennen. Als wenn wir eine ganze Armee sind. Die größte Gruppe, die wir hatten, war mal bis, glaube ich, 10 oder 11 Leute. Boah. Da sind wir über den Strand gerannt und wir hatten keine Probleme. Keiner hat auch nur auf uns geschossen. Ah, cool. Unsere Taktik war da ja auch extra auffällig zu sein. Wo sollen wir uns jetzt hinbewegen? Ich bin beim ersten Hangar. Ja, ich sehe dich. Also ich steig in den zweiten rein. Geh zum letzten, zum vorletzten Hangar. Dann geh ich zum letzten. Okay. Okay, dann übernehmen Fabi und ich die ersten Hangars. Okay, UFO, du kannst mir einfach folgen, wenn du willst. Du kannst ja auch gucken und ich beschütze dich. Ja, beschützen. Okay, dann kannst du hier durchsuchen. Ja, dafür bist du auch, mit der M4 bist du dafür auch am besten geeignet, Fabi. Kommt drauf an, auf was für eine Distanz die jetzt kommen. Militärschuhe? Hey, na, vorher sind Türen offen. Militärschuhe? Hat jemand einen grünen großen Rucksack? Einen grünen guten Rucksack würde ich nehmen. Ja, am letzten. Okay, gut. Wo bist du hier, im ersten Hangar? Ist deadly damage. Okay, dann will ich nicht. Vielleicht will mir noch einen anderen Rucksack. Ich möchte nur hochqualitative Ware. 10 RND, 5,56 MMCMAC. Das ist M4. Okay, gut. Habe ich Munition gefunden. 10 RND, M4. Ja. Okay. So, dann haben wir hier, glaube ich, alles. Hier sind Kekse mit dem Hangar. Ich hab den dritten Hangar schon durchgeguckt. Ja. Dritten? Warte, ja. Da ist ein Stiefel drin. Okay, da ist ein roter Rucksack drin. Willkommen. Jo. Hat sich das eigentlich mit dem Loot hier geändert, dass es mehr geworden ist oder öfter kommt? Oder ist es so geblieben etwa? Es sind einige Waffen dazugekommen, die allgemein die Chance auf Waffen erhöht haben, aber das Loot bleibt eigentlich genauso selten, wie es seitdem ist. Ah, okay. Das Problem bei dem Looten ist ja, es spawnt ja nicht von selber nach. Das spawnt halt nur, wenn der Server gestartet wird. Ach so. Deswegen werden die Server die ganze Zeit wieder runtergefahren und neu aufgesetzt. Das gleiche mit den Zombies, aber das soll auch demnächst geändert werden. Achso, und dann brauchen die Server nicht so oft restarten. Nee, ja. Da brauchen die gar nicht mehr eigentlich. Das wäre besser, ja. Naja, außer um Day Only zu sein. Sie könnten ja auch bei Nether, das Spiel kennt er, weiß ich nicht. Ja, ich kenn's. Da gibt's ja so eine Loot Area, wo dann auf der Karte sieht man dann, so, da wird in 10 Minuten Loot spawnen. Und dann können die Spieler halt alle wie bescheuert nach hinten rennen und sich um das Loot prügeln. Finde ich auch cool. Ja. Also, muss man nicht so machen, aber... So wie in Rust sind die Flugzeugdrops das, ja. Ah ja, genau, da wird sowas abgeschmissen von oben, wa? Ja. Bei Rust. Da ist der UFO. Auf den Kopf ziehen und abdrücken. Nein, 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 nein.
Willkommensfeuer. Wer hat auf mich geschossen eben? So. So. Weiter? Achso, und hier ist der Rucksack, ne? Aber der ist ziemlich beschädigt. So? Ja. Stimmt. So, ja, ich würde sagen, wir teilen uns auf. Zwei Leute gehen in die Feuerwehr und drei Leute gehen rüber zum Tower. Dann gehe ich mit zum Tower. Ja, ich gehe in die Feuerwehr. Joa, haha. Mega. Ist es eigentlich schon sicher, dass diese Helme zum Beispiel auch einen Rüstungswert haben? Wirklich einen Schutz? Der Stahlhelm und der Pilotenhelm schützen. Ja, auf jeden Fall, das weiß ich. Okay, ja? Wir sind jetzt drei hier. Aber die halten auch nur so eine Pistolenkugel aus. Ein Gewehr kommt locker durch. Ah, okay. Den Halfter. Noch ein Barett, schon wieder Neuseeland. Hier, das Zeug. Noch eine Pistolenmunition. Cola. Ah, da ist eine Machete. Wasserflasche. Handschellen, aber kaputte. Damaged. Will jemand Damage Magnum? Wenn Platz jemand eine Magnum? Hier sind Handschellen Schlüssel, wenn jemand interessiert ist. Oh, die war nicht schlecht. Ich habe auch einen gefunden gerade. 40er M4 Munitionsmagazin, Hunting Backpack. Also ich habe jetzt mal die Schlüssel ganz frech genommen. Okay. Jo. Kann man sich also mit diesen Schlüssel noch selbst befreien? Nein, leider nicht. Du kannst dich aber selbst befreien, indem du die ganze Zeit Q und E drückst. Ach so. Und TU-Scope. Babi, hier ist einmal 40er Magazin für dich. Okay. UFO für dich ist hier ein Hunting Backpack. Ah, okay. Was sind 54 ACPs, 25 Rounds? FNX immer noch. Das ist Revolver, oder? Ja, oder nein. Normale Pistole. Ist ein möchte jemand Snaploader mit? Möchte jemand die Handschellenschlüssel haben? Ich brauche keinen nicht. Platz. Kannst du einfach trotzdem vielleicht mal mitnehmen? Ja, ich nehme sie auf den Rückweg mit. Ja, ihr seid ja mehr als Gruppe auch unterwegs. Oh, was ist das hier alles? Ah, okay. Da hinten ist ein Zombie. Siehst du ihn auch hinten auf der Landebahn? Okay. Wir waschen mal oben drauf auf der Feuerwehr? Oben drauf noch nicht, ich bin gerade im obersten Stock. Okay, dann gehe ich mal drauf. Ich glitsch mich mal durch die Wand durch. Das ist ein bisschen gefährlich, aber egal. Also ich sehe einen Zombie ganz weit auf der Landebahn. Dann auf der anderen Seite bei den Gebäuden. Bohlenmunition. Sind Nummer 2. Easy 12 GA Pellet Snaploader. Keine Ahnung. Das ist ein Schrotflint Snaploader. Ich hab auch einen für dich. Oh, dann nehme ich. Willst du den haben? Ja. Guck mal dann die Charcoals weg. Die brauche ich ja nicht, oder? Ich hab meine auch schon weggeschmissen, weil du die nicht brauchst. Kommt der Update und dann brauchen wir die unbedingt. Findet man sie schon wieder. Eben. Also beim Gefängnis sehe ich noch keine Bewegung. Okay, ich gehe jetzt mal beim Dach runter. Halt. Und dann links bei den beiden Hangars sind auch nochmal zwei Zombies. Das heißt, da war wahrscheinlich auch noch kein Spieler. Ja. Das heißt, vielleicht da bei den ist Zelten noch ein Zombie, noch das sind drei... Vier Zombies sehe ich jetzt insgesamt vor uns. Wo seid ihr gerade? Oben auf dem Tower. Ich bin gerade hinter UFO. Ich komme zu euch. Naja, die müssen eh hier hoch, Schatz, weil das Magazin und Rucksack. Achso, ich komm jetzt zum Tower. Ich auch. Haben wir zu viert an der Feuerwehr? Oder war Keksi beim Tower? Keksi war beim Tower. Okay. Wurde zwar gesagt, drei zum Tower, aber. Ja, ich wieder wurden die Befehle beachtet. Ja, es ist ja nur, dass wir nicht alle zusammen in einem Gebäude rumhauen. Beziehungsweise auch Sicherheit. Jo. Ah, hier liegt noch ein Revolver, hast du ja erwähnt. Ja. Wieder so. Pipsi. So, ich leg dir mal den Snaploader hier hin. Jo. Ja auch. Ach, hier, und hier ist der Rucksack noch für UFO. Hier kommt der Snaploader. Ganz oben war der jetzt? Ganz oben im Tor. Und da ist ein Magazin für dich mit 40 Schuss drin. Nice. Was tue ich denn raus? Hast du auch Dach ein Dach gesehen? Cool, nee. Alles Mögliche. Guck ich gleich mal. Ich habe mir jetzt die Umgebung halt angeguckt. Vor uns und so. Okay, das braucht man. Taschenlampe kann ich eh wegschmeißen, oder? Ja, ich spiele meistens auf Tagserver. Naja, Nachtserver hat halt das Problem, dass du halt nichts siehst. Gar nichts. Obwohl ich das auch schon wieder cool finde, weil es ist in keinem anderen Spiel so, dass du gar nichts siehst.
Da hat jemand gegessen. Ich höre einen Zombie-Knochen. Ich hab... Was gehört? Ich hab keinen gehört. Hab ich auch gehört. Ich hab's auch gehört. Sehr komisch. Okay, Bugs, oben auf Dach ist wieder rum, easy. Ufo, ich würde dich einfach so da stehen. Weil ich will ja gerade den... Ich mach... Ach so. Kannst du auch dazu hinhocken. Ah, ja. Ich bin immer so unprofessionell. Wie kann man denn dieses Ding hier auf dem Schrank sich angucken? Keine Ahnung, glaube ich gar nicht. Egal, das ist eh nur kaputtes Ding. Ja, eben. Außer im Magazin liegt hier nichts, oder hier draußen liegt nichts, oder? Jo, und das doch, war's ey, auch schon wieder für heute. Euch auf die nächste Folge. Eine Folge kommt noch. Das war eine super Aktion gewesen. Und 2-3 Tage, dann kommt die nächste Folge und es bleibt weiter spannend. Es wird noch spannender werden. Und danke fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen, sagen die UFO-Mann-Studios in Berlin.